Meine Lieben, hier ist euer schwitzender Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Space Heaven. Jetzt habe ich schon die Klimaanlage, aber laufen lassen kann ich sie während der Aufnahme auch nicht. Dafür ist sie zu laut. Und so langsam heizt sich mein Raum wieder auf. Aber nur so langsam. Immerhin hat es keine 30 Grad, sondern nur 27 Grad. Aber die Folge schaffe ich jetzt noch. Also, wir machen uns mal direkt fertig. Diesmal mit Mika und Talita sowieso ohne die doofe Whitney, die immer rumheult und zusammenbricht, nur weil ein paar Bugs an ihr rumknabbern. So, Direktbefehl andocken. Ja, komm, fahren die Luftschleuse. Das ist immer ein bisschen angenehmer. Wir entern das nächste Schiff. Haben schon mal hier ein Lager. Das ist ja schon. Das ist ja schon mal was Schönes. Ja, komm nur her. Komm nur her. Da. Jetzt läuft es ein bisschen besser. Oh, 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 oh. Stehen. Ist immer gut, wenn die Leute einfach nur rumstehen, wenn man sich nicht selber bewegen muss, logischerweise. So, bitte ein bisschen rumschießen noch. Da liegt sogar ein Medkit rum. Ein Medkit. So. Haben wir noch was zum Aufheben? Nein. Direktbefehl aus. Direktbefehl aus. Freie Bewegung für alle. Und wir sagen direkt Transfer. Zip. Nein. Alles. Hüllblöcke. Monsterkadaver. Ich glaube, die Monsterkadaver lassen wir mal da. Den Scheiß brauchen wir halt eigentlich wirklich nicht. Den Schmarrn braucht man halt wirklich nicht. Ja, eine Krankenstation wäre vielleicht mal nett. Wir könnten natürlich aus diesen ganzen Räumen, was wir hier oben haben, das alles ein bisschen zusammenfassen. Weil sie brauchen ja nicht unbedingt Einzelzimmer. Dass man zum Beispiel sagt, man macht aus denen größere Schlafräume und hier dann ein Krankenzimmer draus und keine Ahnung. Wir könnten aus einem Raum auch einen Forschungsraum machen. Irgendwie so. Mal später gucken. Wie ist denn das hier unten? Wohlbefinden. Okay. Die Steuerung hier auf jeden Fall macht keine schlechte Laune. Überleg, ob wir da ein bisschen umbauen. Aber ich glaube, ich würde jetzt gerne mal schon mal anfangen bewegen. Kann ich das hier, wenn ich die Lampe hier ins Eck bewege, das Einzelbett bewege ich mal hier hin. Nüsse, Dünger. Für welches denn eigentlich? Für alles? Keine Dünger an sich mehr, okay. Hm. Heißt, wir brauchen irgendwann mal Dünger. Ah klar, jetzt habe ich natürlich hier oben auch keinen Strom mehr. Machen wir mal so. Und das Teil bewege ich jetzt mal. Nein. Ernsthaft? Ah! Scheiße, Drecks. Hier wird es reinpassen. Okay. Das Bett bewegen wir dahin. Und hier bauen wir allerdings auch noch ein schönes Wandlicht rein. Und das Teil bewegen wir mal hier hin. Ich muss mal verbinden, logischerweise. Dann schauen wir mal kurz das Wohlbefinden an. Okay, ein Einzelbett ist natürlich schöner.
Ein Einzelbett ist schöner, aber das, wir können ja auch einfach sagen, wir bauen jetzt hier noch ein Bett hin und da noch ein Bett hin und hier und hier. Das reißen wir komplett ab. Und dann bauen wir hier auch nochmal ein Bett hin. Dann haben wir halt lauter Einzelbetten. Bauen wir hier ein Bett hin. Da können wir auch noch eins reinstellen. Ah. Das können wir demontieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Betten sogar. Ja, und da fühlt man sich mal ein bisschen mehr wohler, ein bisschen weniger, ja. Aber es ist schon okay. Warum man sich hier jetzt nicht wohlfühlt, das weiß ich nicht. Machen wir es so. Okay. Aber das passt schon. Es brennt! Hier ist schon jemand dran. Spielautomat steht übrigens auch inzwischen. Und dann könnte man nämlich zum Beispiel auch mal die Pulte quasi an die Fenster schieben. An die große Scheibe ran. Ja. Raumanzug kann nicht abgelegt werden. Warum? Macht überhaupt keinen Sinn. So. Bergen. Was haben wir gesagt? Wenn überhaupt Weichschrott und Pechschrott, glaube ich. Genau. Energieschrott, Höhlenschrott, Pechschrott. Oder wir lassen halt den Schrott, weil wir da so viel tolle Sachen eh nicht rausbekommen. Oh, stimmt nicht ganz. Moment. Energieschrott, da kriegen wir auch hier. Okay, das wollen wir auf jeden Fall. Weichschrott auf jeden Fall. Also machen wir es mal so. Kommen zwar eh vom Arbeiten nicht hinterher, aber das heißt, wir wollen Energieschrott. Weich- und Energieschrott wollen wir. Das sollen sie noch ein bisschen machen. Wir bauen hier in der Zwischenzeit noch um. Und wenn das auch steht, genau, wenn die beiden Tische oben stehen, dann können wir uns ja den nächsten Sprung überlegen. Speicherknoten dauert noch ein bisschen. 40% haben wir ungefähr. Wird schon, wird schon. Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn es jetzt der Pirat gewesen wäre. Hätte er mich im richtigen Moment erwischt. Dann hätte er mich im richtigen Moment erwischt. Aber wir können selber auch schon wieder springen. Palita ist am Verhungern. Warum? Ist doch einfach was. Jetzt hat. Warum isst sie denn nichts? Im Leerlauf? Eigentlich alles da. Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, warum sie sich jetzt hier nichts geholt hat. Handel. Was könnten wir denn handeln?
Wie wär's mit ein bisschen Essen? Das ist mir zu teuer bei dir. Hast du Dünger für uns? Energium könnte man schon wieder handeln. Aber du hast keinen Dünger für uns, okay. Höhlenblöcke magst du gar nicht. Ein bisschen Schrott kannst du mal haben. Nee, da kommt zu wenig. Ich muss hier irgendwas Teureres verkaufen. Hier so ein Metall. Hier. Ja, so ist gut. So ist gut. Annehmen. Den Handel führen wir durch. Danach wird gesprungen. Du hast doch gerade was gegessen. Ätzert. Eieieiei. Irgendwann brauchen wir noch ein eigenes kleines Essenslager am besten. Ja, wir brauchen Dünger anscheinend. Gut, dann würde ich sagen, wir springen. Also wir müssen den Handel noch abschließen. Wir müssen den Handel noch abschließen. Ah ne, die sind da drüben noch. Ja. Es ist uns jetzt egal, wir springen wieder. Die Ressourcen sind jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, wir sind bereit. Sprung. Dann hier haben wir. Ja, egal. Wir springen halt jetzt erstmal hier hin. Ist logisch. Dann springen wir gleich hier weiter. Eis und Schiff. Da halten wir auf jeden Fall natürlich an. Eis bauen wir auf jeden Fall mal. Und dann würde ich aber gerne erstmal Dragna, Leif, Mika und Talita. Ihr steigt erstmal ins Raumschiff. Zack, zack, zack. Da einmal andocken. Hier drüben. So, raus mit euch. Sonneneruption steht bevor. Was passiert da? Ja, kommt nur alle, kommt nur alle. Passt perfekt. Ja, dann hätten wir es wohl. Dann hätten wir es wohl. Kommen wir hier noch rüber. Okay. Dann Direktbefehl natürlich aus. Direktbefehl natürlich aus. Unser Strom verschwindet, aber wir haben ja eh nichts gespeichert. Von dem her ist es da nicht ganz so schlimm. Alles auswählen, transferieren, bis auf die Monsterkadaver. Die braucht man nicht. Und abbauen, Tumor, Weichschrott und Energieschrott. So. Gut. Was macht die Forschung? Dauert noch ein Stück. Aber wird schon. Und danach müssen wir am besten
hier unten den Komposter mal erforschen. Könnt natürlich auch einfach sagen, wir erforschen den Komposter sofort. Die Punkte bleiben uns ja erhalten, was wir bisher erforscht haben. Da ist die Sonneneruption. Strom mal eben weg. Müssen wir wieder ja, aufbauen quasi. Läuft. So, und jetzt haben sie sich zum Beispiel alle was bei dem Algenausgabengerät geholt. Warum vorher nicht, ist die Frage. Oder warum eher nur Talita nicht? Versteht man nicht. Aber gut. Hauptsache, es läuft weiter. Live gerade ein bisschen geforscht. Ja, 6 Punkte. Ja genau, live mach weiter. Sehr gut. Das ist halt jetzt trotzdem die Frage. So viel Masse haben wir nicht. Wir bräuchten wahrscheinlich erst besser, noch einen besseren Antrieb, um die Masse hoch zu bekommen, um den ersten Flügel zu bauen. Aber eigentlich ist es momentan egal. Ich brauche mir da noch keine Gedanken machen. Weiterer Ausbau ist eigentlich gerade unnötig, solange nichts Neues dazukommt. Ich würde es halt gern ein bisschen schon perfektionieren, aber aufteilen, weil es hier unten zum Beispiel, obwohl inzwischen geht's wieder, nachdem wir jetzt die Tische alle ein bisschen auseinandergezogen haben, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber ich würde schon anfangen, gerne gewisse Sachen einfach in andere Räume zu bringen. Gasabluft und sowas. Naja, lassen wir es dabei mal stehen, den Tisch. Lass mal den Tisch dabei mal da stehen. Sind wir fertig? Noch nicht ganz. Dann bleiben wir noch. Ja, wir haben schon wieder kein Energetium. Hey, sag mal. Dann holen wir den Schrott auf jeden Fall erst recht raus. Also den Energieschrott zumindest. Vielleicht sollten wir mal das machen. Einfach nur sagen, wir brauchen Energieschrott. Was auch hier gearbeitet wird. Wäre vielleicht nicht schlecht. Das machen wir jetzt ein bisschen genauer hier. Das stört mich gerade. Nur noch Energieschrott momentan. Ah, haben wir ja gar nichts mehr. Na gut, dann ist es natürlich wurscht. Dann kannst du natürlich machen, was du willst. Und wir springen weiter. Wir sind noch nicht ganz fertig mit allem, aber ist jetzt egal. Energie wird schon wieder knapp. Deswegen weiter. Erstmal hier runter. Tja. Okay, wir können ins nächste Universum hüpfen. Wollen wir hier in die Sackgasse mal reinhüpfen? Oder... Ah, das sind doch noch so Zeichen hier. Ah, okay. Sehr interessant. Oder hüpfen wir halt... Ich fände es mal ganz interessant in so eine kleine Sackgasse, aber die ist ja wirklich klein, die Sackgasse. Trotzdem fände ich es ganz interessant, deswegen nochmal zurück und dann hier entlang. Komm.
Zack. Hier ist ein Schiff, deswegen halten wir erstmal, schauen, ob wir handeln können. Handelsföderation. Handel ist. Föderation ist gut, denkt man immer, aber wirklich viele haben sie ja auch schon wieder nicht. Eieieiei. Und ich dachte, jetzt kommt hier sowas richtig Geiles raus. Komm, wir geben mal alle Höhenblöcke her. Ein bisschen Plus machen, aber immerhin 4 Energizium. Jetzt live übrigens jetzt mal kräftig am Forschen endlich. Wir bauen natürlich gleich wieder ein paar Höhenblöcke, logisch. Ja, Energium fast weg. Geil. Na, dann müssen wir hier mal durchspringen. Im nächsten Sektor hier ist schon mal nichts. Ich meine, wir kriegen jetzt gleich durch den Handel ein bisschen was. Aber die Energie ist gerade der größte Feind, den wir haben. Das ist gerade der größte Feind, den wir haben. Natürlich wieder noch einen zweiten Sonnenkollektor irgendwo hinstellen, aber Handel ist abgeschlossen. Heißt, wir werden springen direkt. Zack. Hier unten Energium. Da gehen wir direkt hin. Da gehen wir mal direkt hin. 8 Kohlenstoff, 11 Energium. Sehr gut. Richtig gut. Energium kommt gleich. Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Da kam schon die erste Lieferung. Wie schaut es mit dem Dünger aus? Mit dem Komposter? Ja. Über 50% haben wir. Rund 60%. Das ist doch schon mal was. Geile Geschichte. Aber das ist jetzt so ein Überlebenskampf. Ich habe es, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Wundert mich trotzdem. Bin ich bei dem Spiel nicht so gewohnt. Platz haben wir noch mehr als genug auf dem Schiff. Vielleicht sollte ich es auch öfter spielen. Dann ist es eigentlich etwas leichter. Ich spiele es bestimmt noch falsch. Es ist ja erst der zweite richtige. Also mit meinem privaten Spiel, was ich irgendwann mal hatte, der dritte Durchgang, den ich überhaupt hatte. Und wie gesagt, der allererste, was ist das jetzt, Alpha 12 Durchgang. Von dem her bin ich da auch relativ unerfahren. Also von dem her, ich spiele es bestimmt nicht so toll. Ja, genau, ein bisschen Arcade spielen, gell? Ich hätte vielleicht mit meiner Forschung auch vor allen Dingen, also ich glaube, dass gerade bei der Forschung das größte Problem ist quasi, dass ich habe, dass ich da nicht straight genug auf gewisse Sachen geforscht habe. Hätte man nochmal 2 Energium, nehmen wir mal mit und da wären wir auch bei Techblöcken. Nehmen wir auch mal 3 bitte mit. Und ihr wollt doch bestimmt irgendwas haben. Schau, wir geben dir zum Beispiel 2 Energieblöcke. 4 Energiezellen. Dann füllen wir auf. Genau, jetzt kriegen wir hier noch 1000. Das wollen wir aber nicht. Wir nehmen dafür lieber auch von dir. Annehmen. Perfekt. Kriegen wir jetzt einen Haufen Techblöcke. Das ist gut.
Ölblöcke bauen wir noch. Und sobald hier abgeschlossen ist, zwei Kohlenstoff noch und der Handel fertig, springen wir direkt weiter. Keine große Zeit verschwenden, Handel abgeschlossen. Ja, genau jetzt hat quasi. Genau jetzt hat. Sprung. Weg. Dann einmal bitte hier rauf. Wir schauen noch hier hin. Nochmal Energium plus ein Schiff, das wir erobern können. Wenn das jetzt nur das Schiff zum Erobern gewesen wäre, wäre ich tatsächlich nicht hingesprungen. Der Ausbeute bin ich bisher nicht so zufrieden. Aber das Energium, das ist Gold wert. Okay, großes Schiff, großes Schiff. Dann Dragna, Leif, Mika und Talita. Ihr seid wie immer die Auserwählten. Und zwar docken wir an. Los geht's. Dafür, dass wir am Anfang relativ schnell ein paar Leute dazu bekommen haben, kommt jetzt schon länger nichts mehr. Auch ein bisschen lustig eigentlich. Ein großer Generator zum Zerlegen. Okay. Direktbefehl aus. Direktbefehl aus. Schiff wird in Besitz genommen und dann sagen wir mal demontieren. 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 Alles so Sachen hier. Alles weg. Enden auch noch. Aber wir holen uns jetzt quasi nur hier die coolen Sachen. Den Rumpf und so werden wir nicht abreißen. Forschen. Ja, Talita ist am Forschen. Sehr gut. Guckt's denn aus? Ja, haben wir fast. Haben wir fast. Noch 9 Forschungspunkte. Dann können wir hier mit den gescheiten Lebensmitteln wieder anfangen. Ja, jetzt erstmal alle pennen. Live fehlt noch. Theoretisch könnte man also noch einen der Schlafräume auch wegreißen, wobei wenn wir neue Leute bekommen. Hm. Wir könnten aber übrigens dabei mal sagen, zumindest bearbeiten. Wir haben ja Zellen, Flüchtlings- und Sklavenbereich. Ja, okay, da müssen wir schon was Gescheites, glaube ich, auch wegen Klon so hinbauen. Ich dachte, wir machen jetzt einfach so einen Bereich. Aber warum? Bisher haben wir noch gar nichts. Da brauchen wir dann, glaube ich, eher ein zweites Schiff am besten. Sklaven an sich will ich eigentlich eh nicht haben. Bin ich einfach kein Freund von. Genau, schön abreißen hier. Jetzt hauen sie wieder ab. Gut. Ein Zellenbereich könnte man irgendwann mal irgendwo hinbauen, vielleicht, weil die Gefangenen. Also, es wär, ist zwar, hört sich zwar cool an, wenn man sagt, man macht so ein extra Flüchtlings- und Gefangenenschiff, aber die Gefangenen müssen ja wahrscheinlich auch bewacht werden. So, Komposter erforscht. CO2-Erzeuger. Ne, jetzt machen wir erstmal weiter den Speicherknoten.
Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall bauen wir jetzt auch hier mal direkt einen Komposter. Die Frage ist, wo ist er? Da. Den hätte ich jetzt, glaube ich, ganz gerne hier hinten reingestellt. Deswegen müssen wir dich jetzt doch wieder umstellen. Bitte weg. Machen wir schon mal. Ja, wie schaut's denn aus da drüben? Gut, ja, wir müssen das ganze Zeug noch hin und her transportieren. In dem Fall, glaube ich, können wir jetzt auch die Monsterkadaver transportieren, weil ich glaube, die können wir dann auch zu Kompost verarbeiten, oder? Schauen wir gleich mal. Schauen wir gleich mal. Kompost, da kommt. Muss nur noch aufgebaut werden. Ja. Zack. Kompost. Biomasse, Früchte, Fasern, Wurzelgemüse, Nüsse können sind verarbeitete Lebensmittel. Menschenfleisch, Monsterfleisch, immer. Also wir fangen vielleicht Biomasse immer. Früchte, Fasern, das andere ist alles Essen, Astronautennahrung, Monsterfleisch, Hammer, Monsterkadaver, menschliche. Können wir eigentlich auch machen. Warum nicht? Zu Dünger verarbeiten geht's immer. Halt. Ah, da kommt gar kein Dünger raus, aber es kommen Chemierohstoffe zum Beispiel raus und Kohlendioxid. Ja, doch, passt schon, passt schon. Rein damit, die stellen her. Irgendwas wird immer hergestellt. Sehr gut. Wie schaut es aus mit dem Transfer? Ein bisschen was haben wir noch? Ein kleines bisschen haben wir noch. Dann können wir weiterspringen. 18 Energium noch. Schlechte Umgebungstemperatur, ja. Da kann man jetzt leider gerade nicht so viel machen. So leid es mir ein bisschen tut. Wobei, wir könnten mal anfangen, bewegen. Du kommst mal hier hin. Du kommst mal hier hin. Du kommst mal hier hin. Und die Lampe kommt hier hin. Vielleicht kann man es dann da reinstellen. Ich könnte mal hier hinstellen. Dann wird es hier unten zwar heißer. Würde hier an sich ja eh gerne auch eine Mauer vielleicht durchziehen. Ja, dafür bräuchte man eigentlich die Flügel. So, hallo Schiff. Können wir irgendwas mit dir handeln? Was hast du denn Cooles? Aber jetzt gerade in dem Moment brauchen wir halt mal gerade gar nichts. Also wirklich gar nichts. Nee. Nö. Wir brauchen jetzt gerade gar nichts. So, wie schaut's denn aus? Zweites Schiff ist leer. Ein Infrablock noch. Gut. Ist schon jemand auf dem Weg, wie man gerade sieht.
kommt gerade. Ein kommt noch nicht zurück, aber gleich. Und jetzt bewegen hier hin. Da sollte es das vielleicht ein bisschen angenehmer haben. Was haben wir? Wurzel, 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 Nüsse, Nüsse, Nüsse. Okay, zweimal Wurzel, dreimal, dreimal Wurzel, zweimal Nüsse. So, Wurzel, 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 Nüsse, Nüsse. Gut. Wir können auch losspringen. Genau, wir lassen ein Schiff zurück, das passt, springen. Und jetzt heißt es aber wieder ganz weg. Zip. Na, dahin. Können wir nochmal. Dann hier hin. Und dann springen wir jetzt in diesen komischen Sektor hier. Ja, Stasiskammer haben wir leider nicht. Es wird den Leuten wieder ein bisschen schlecht werden. Lässt sich nicht verändern. Oh, und wir sind bei 36 Minuten. Dann landen wir jetzt hier mal und beenden die Folge. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.